Moin Leute und willkommen bei Nagel simuliert. Ich darf euch heute einladen zu einem kleinen Stadtrundflug über Dortmund. Wir fliegen hier mit einem Heli der DRF Luftrettung, einem Eurocopter 145 T2. Den gibt es als Freeware auf xplane.org. Und ich stehe hier schon am Landeplatz des Polizeihubschraubers in Dortmund-Wickede am Flughafen. Wir schauen uns da erstmal den Flughafen an. Wenn man hier startet, kriegt man hier gleich auf der rechten Seite den Landeplatz der allgemeinen Luftfahrt. Hier bin ich mal in einem meiner ersten Überlandflüge auf Fetzim gelandet und kannte den Flughafen nicht und bin dann hier die Rampe hochgefahren mit meinem Flieger und habe natürlich viel zu viel Schub gegeben. Es war ein bisschen peinlich, aber es war eine lustige Erinnerung. Also ist mir durchaus hier noch bekannt. Dann hier die Gates der Verkehrsflieger und das Flughafengebäude. Schön gemacht. Alles im Dortmund DLC von Aerosoft auf Steam verfügbar. Kann man natürlich auch bei Aerosoft direkt kaufen. Der Tower hier. Feuerwehr und auf der anderen Seite eben die Bahn. Jetzt fliegen wir hier eine kleine Rechtskurve, einmal gewendet zur Bundesstraße 1, die wird dann gleich zum Westfalendamm. Hier ist es schon. Die Szenerie ist sehr schön. Ich muss da längst die Grafikeinstellung ein bisschen runterregeln. Allerdings habe ich es so gemacht, dass man die Objekte möglichst alle sieht. Muss doch sagen, also Aeroflot FS2 oder auch DCS haben wesentlich mehr Performance. Ich habe hier also immer nur knapp 30 Frames bei X-Plane 11 mit solchen Szenerien hier. Das ist schon ein bisschen wenig mit meiner alten Gurke. Da schlagen sich Aeroflot FS2 mit 60 Frames per Second bei ähnlich komplizierten Szenerien, die allerdings natürlich weniger simulieren. Also da fahren dann keine Autos rum hier auf den Straßen. Bei X-Plane 11 hat man ja KI-Verkehr, es fahren Züge rum. Man kann sich noch Flieger dazuschalten, es gibt alles Mögliche. Das hat man bei Aerofly FS2 nicht, da ist einfach alles tot. Bei DCS allerdings hat man das schon und da sind die Frames auch selbst auf hohen Einstellungen meistens deutlich über 40, was schon ganz gut ausreicht zum Heli-Fliegen. 60 Frames ist für die meisten Simulatorspieler wohl eigentlich fast eher ein Traum. Aber wie gesagt, bei Aerofly FS2 ist das drin. Den kann man auch wohl sehr gut für VR nutzen und ich überlege, ob ich dieses Jahr mal auf VR bei VR einsteigen soll. Weil ich doch von vielen höre, dass es wirklich total immersives Erlebnis ist. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich für eine Brille nehme oder ob ich noch auf die Valve-Brille warte, die eventuell kommen soll. Ist alles nicht so einfach. Die sind ja auch zur Zeit immer noch recht teuer, die Geräte. Naja, mal sehen. Hier dieses Stückchen Wald, was wir jetzt hier vor uns sehen, das ist der Hauptfriedhof von Dortmund. Sieht man jetzt hier nicht so viel von. Hier geht der Westfalendamm weiter. Und hinter dem Hauptfriedhof sehen wir gleich das Gelände der Galopprennbahn. Ich weiß nicht, ob da noch ordentlich Pferderennen stattfinden. Aber wenn, dann kann man da die 1 PS-Fraktion mal beim Rennen betrachten. Das ist hier der Rundkurs der Pferderennbahn. Sieht jetzt vom Satellitenbild her nicht so wahnsinnig toll aus, naja, egal. Weiß nicht, ob das noch genutzt wird. Besondere Gebäude sehe ich hier nicht. Zurück zum Westfalendamm. Ja, die Städte, also die Gebäude hier, ist alles schon schön modelliert.
Es ist also auch noch ein wesentlich größeres Areal, als ich jetzt hier abfliege, in der Szenerie enthalten. Man kann durchaus zufrieden sein. Mit dem DLC, vor allen Dingen im Sale, habe ich den jetzt gekriegt für 15 Euro, da kann man sich echt nicht beschweren. Das ist schon ein guter Preis. So, jetzt haben wir hier auf der linken Seite vom Westfalen, haben den Westfalen Tower. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das ist einfach nur ein Wohnhaus. Jetzt kommen wir. Hier sieht man schon den Fernsehturm. Hier ist auch ein markantes Gebäude, aber da weiß ich jetzt nicht, was es ist. Das hier ist, glaube ich, einfach nur ein Wohnhaus, was jetzt hier auf der rechten Seite kommt. Sieht sehr nach Wohnhaus aus. Das vordere Hochhaus hier weiß ich jetzt eben nicht. Das hintere ist hier der Telekom Tower, wird aber wohl genutzt von RWE. Und hier dieses markante Gebäude, was von oben so ein bisschen aussieht wie ein halbes Zahnrad, ist wohl der Signal Iduna Hauptsitz. Dann hier die Westfalenhallen. Und natürlich im Hintergrund die Heimat vom BVB. Das ist das Westfalenstadion oder zurzeit halt Signal Iduna Park. Da fliegen wir mal drum rum. Gucken uns hier mal ein bisschen die Gegend an. Ist eigentlich sehr schön geworden. Also man sieht auch drinnen im Stadion, ist es so texturiert, als wäre gerade ein Spiel. Man sieht hier die Fanplakate. Sogar die Bandenwerbung schön gemacht mit E.ON-Werbung da und was man alles so hat. Dann fliegen wir jetzt wieder über die Westfalenhallen zum ältesten Hochhaus der Stadt von 1926. Heute wohl genutzt als Kreativzentrum und auch Bürogebäude oder so. War wohl mal oder ist wohl ein Industriedenkmal. Das Dortmunder U. Da sieht man schon das U. Das überragt hier doch einiges. Ein Riesending. Wir müssen langsamer fliegen. Das ist hier der gesamte Gebäudekomplex, der hier so ein so orangebraun gehalten ist. Mit den Hühnern oder Gänsen, ich weiß es nicht. Dann hier der Hauptbahnhof schon zu sehen. Oh, es ist hier ein bisschen harte, ein bisschen sehr harte Flugweise hier. Hier der Harenberg Verlag sitzt mit auch weiteren Bürogebäuden wohl noch. Ich drehe jetzt einfach mal ein. Hier ist jetzt nämlich die Innenstadt und hier ist eine ganze Menge. Also hier nochmal der Hauptbahnhof. Und dann können wir hier gucken. Auf der rechten Seite hier das Gebäude der Kontinentale. Hier ist die Westfälische Rundschau und das NH Hotel. Dann hier das kleinere Hochhaus. Jetzt habe ich es gesehen. Signal Iduna auch. Und der große dunkle Tower hier. Das hier ist jetzt auch ein RWE-Gebäude. Vielleicht sogar RWE-Hauptquartier, ich weiß es nicht. Dann den Sparkassen-Tower. Ist alles drin. Die Kirchen weiß ich leider nicht, wie die heißen. Falls ihr da was wisst, gerne in die Kommentare. Sowieso immer gerne, Kommentare sind immer gern gesehen. Natürlich auch Abos und Likes, aber Kommentare freue ich mich auch am meisten drüber. Ja, das war's hier in der Innenstadt. Hier ist noch eine schöne Kirche. Wie gesagt, Kirchen weiß ich nicht. Das wäre jetzt die zweite, also wenn ihr die wisst, immer gerne in die Kommentare.
Jetzt fliegen wir hier zum vorletzten Teil, was ich zeigen wollte von unserem kleinen Rundflug. Hier sind noch ein paar kleinere Hochhäuser. Und zwar einer ehemaligen Zeche, die heute als Bürogebäude genutzt wird. Die ist auch sehr markant. Deswegen wollte ich die noch zeigen. Also ihr seht, das ist die gesamte Stadt ist modelliert. Das ist schon schön gemacht. Die Straßen. Das schöne Licht. Ich habe jetzt im Sale also doch auch mehr gekauft, als ich wollte. Mal wieder. Wird also hier noch einiges kommen an Videos in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, je nachdem, wie ich gerade Lust oder Zeit habe. Ihr wisst ja, mein Channel ist werbefrei und nicht kommerziell. Ich bin darauf nicht angewiesen. Ich mache das, weil ich Lust dazu habe. Und weil ich die Leute für Simulationen begeistern will. Und ich habe da also keinen Druck. Hier ist jetzt die ehemalige Zeche. Heute mit Bürogebäuden wohl genutzt. Und jetzt landen wir ganz frech beim Klinikum Nord in Dortmund. Wir können ja einfach sagen, euch ist schlecht geworden beim Flug hier, weil der Nagel so fies geflogen ist. Leichte Magenverstimmung. Da ist das Klinikum schon zu sehen, hier fährt gerade ein Zug lang. Dass ich die anderen gut hinkriege. Also das Helipad am Flughafen, was ja von oben nicht mehr sichtbar ist, vom Polizeihubschrauber. Und dieses Helipad sind leider die einzigen Helipads, die in der Szenerie drin sind. Ich weiß nicht, welcher Christoph hier in Dortmund fliegt. Für Rettungseinsätze auf jeden Fall gut geeignet, hier mal ein bisschen in der Gegend rumzufliegen. Natürlich würde man mit dem Heli sowieso nicht in die Innenstadt fliegen. Aber wie gesagt, auch das Umland ist noch relativ weit und großräumig modelliert. Die Szenerie ist also doch wirklich echt schön geworden. So, jetzt geht es hier langsam runter. Und damit sind wir schon am Ende unseres kleinen Stadtrundflugs. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, einigermaßen weich gelandet. Wir stehen hier am Klinikum Nord. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bye bye!